und herzlich willkommen bei Ideo. Mein Name ist André Schleppers aus der Anwendungstechnik. Heute möchte ich Ihnen die Laminat-Random-Produktionskombination etwas näher vorstellen. Bei der Produktkombination aus Random Gray und Random Nature aus der Vineo 500 Small V4 geht es darum, bestehende und erfolgreiche Produkte miteinander zu kombinieren und damit einzigartige Bögen zu schaffen. Das Schöne an dieser Random-Kombination sind die verschiedensten Verlegemöglichkeiten, ganz nach Ihrem Geschmack, ganz individuell. Die Vorteile dieser Kombination sind ein sehr elegantes Dielenformat mit umlaufender V-Fuge und Synchronprägung ohne Wiederholung. Nun möchte ich Ihnen das Ganze in der Praxis noch mal einmal etwas näher bringen. Bevor ich nun mit der Verlegung starte, muss das Material ca. 24 Stunden liegend akklimatisiert werden, wie Sie hier sehen, und vor allen Dingen auch der Untergrund vorbereitet sein. Das heißt also, er muss tragfähig, sauber, eben und dauerhaft trocken sein. Bevor wir nun zur Verlegung kommen, ist es eigentlich üblich, dass eine 0,2 mm starke PE-Folie als Dampfbremse eingesetzt wird. Dieses entfällt, da wir in diesem Fall unsere Soundprotect Eco Plus SD einsetzen. Diese Matte hat einen riesen Vorteil, und zwar ist da schon die Dampfbremse mit integriert. Wir erreichen weiterhin eine Gehschallreduzierung von 28% und eine Trittschallreduzierung bis zu 19 dB. Ja, wie Sie sehen, die Soundprotect Eco Plus SD, die ersten beiden Bahnen habe ich ausgerollt. Wichtig ist hierbei darauf zu achten, dass die Unterlagsmatten in Kreuzrichtung, das heißt also in 90 Grad zu der verlegenen Oberfläche oder Belages zu verlegen ist. Diese Matte hat jetzt noch eine Besonderheit, und zwar damit wir auch wirklich sicher gehen können, dass gegen aufsteigende Feuchtigkeit wird nochmal einmal mit dem Alukaschierband die Nähte abgeklebt. Das ist ganz einfach. So, wir kommen jetzt nun zur eigentlichen Verlegung. Wie Sie sehen, die Unterlagsmatte ist ausgelegt, ist abgeklebt worden. Starten wir jetzt mit der Verlegung. Um natürlich eine sichere und saubere Verlegung zu gewährleisten, benötige ich natürlich auch noch gewisse Werkzeuge oder ich sag mal Hilfsmaterialien dabei. Zwar ist es einmal, oder sind es die Wandabstandhalter, ja, Zollstock, Bleistift, Winkel, und natürlich ein Verlegehilfswerkzeug und dann nochmal einmal ein Zucheisen. Die Verlegerichtung sollte natürlich so gewählt sein, dass wir mit der Längsseite immer zur größten Lichtquelle verlegen. Ja, bevor wir natürlich mit der Verlegung dann auch nochmal starten, also wie gesagt, ich habe hier drei Stapel mit den drei verschiedenen Dekoren ausgelegt, die ich dann natürlich jeweils nacheinander vom Stapel verlegen kann. So, wichtig ist jetzt natürlich bei der Verlegung, dass ich darauf achte, dass ich auch den Wandabstand einhalte. Wir sagen, mindestens eine Materialstärke, schön ist natürlich, wenn ich einen Zentimeter wirklich einhalten kann. Hängt natürlich auch je nachdem davon ab, was ich für einen Wandabschluss montiere. So, die erste Reihe liegt, wie gesagt, mit der Feder zur Wand. Komme nun her, um auch den Abstand beizubehalten mit den Hilfswerkstoffen, und zwar die sogenannten Abstandhalter. Die klemme ich einfach dort hinter. Komme her, ca. 30 Grad Winkel, dran an das erste Element, lege es ab, fertig. Auch hier geht dann immer weiter fort mit den Abstandhaltern. So, wir sind nun wieder am Ende des Raumes angekommen. Da gibt es natürlich mehrere Varianten, wie ich das zuschneide. Entweder komme ich her und messe es anhand eines Zollstockes. Bitte auch wieder berücksichtigen, ca. 1 cm Luft am Rand. Oder ich lege das Brett andersrum hin, das heißt also pari pari, Nut zu Nut, und zeichne auf Höhe der Kopfnut an. So, wie Sie sehen, ich habe das letzte Element nun angezeichnet. Nun besteht natürlich die mehrere Möglichkeiten, das Brett einzukürzen. Entweder mit einer Tischkreissäge, eine Stichsäge oder auch eine Laminatschanze, das ist natürlich jedem selber überlassen. So, jetzt ist es natürlich so, jetzt ist es jedem individuell selber überlassen, wie ich weiter fortfahre. Entweder fange ich mit dem Reststück aus der ersten Reihe an, das heißt also, dann hätte ich dunkel an dunkel. Oder ich komme her und nehme schon ein helles Element, um das Ganze ein wenig aufzulockern und setze das ein.
Von der Verlegung her selber ist es so, 30 Grad Winkel in der Längsseite, leichten Druck nach vorne, ablegen, fertig. 30 Grad erst den Kopf, 30 Grad in der Längs, leichten Druck nach vorne, ablegen, fertig. Ja, wie Sie sehen, haben wir hier jetzt einen ganz individuellen Boden gestaltet, dank unserer Random-Verlegerart. Das heißt also, verschiedene Dekorfarben untereinander gemischt, ergibt ein schönes, aufgelockertes Bild. Jetzt ist natürlich so, dass das Ganze noch nicht abgerundet ist, da die Fußleisten noch fehlen. Das möchte ich Ihnen nun einmal im nächsten Step zeigen. Ja, um jetzt natürlich den Raum bzw. das Verlegebild noch einmal abzurunden, montieren wir jetzt im nächsten Zug die Fußleisten. Wir haben uns für die verdeckte Variante entschieden, das heißt also, unsere Clipholder kommen dort zum Einsatz, sodass man dort keine Schraub- und Bohrlöcher sieht. In dem Paket selber enthalten ist einmal ein Dübel, eine Schraube und der Clip selber. Und was natürlich noch vorteilhaft ist, ist an unserer Verpackung selber, haben wir eine kleine Anzeichenhilfe, zwar so, dass ich dann jeweils die Höhe des Clipses habe, was ich anzeichnen kann und anschließend bohre und den Dübel samt Schraube versenke. Ich zeige Ihnen das nun mal einmal etwas näher. Ich komme erst her, markiere. Wir sagen, dass wir circa einen Abstand von 25 bis 50 cm, das hängt natürlich auch von der Begebenheit der Wand ab. Das heißt also, wenn ich irgendwo mal einen Buckel in der Wand habe, dass ich da zusätzlich nochmal einmal einen Clip setze. Nachdem Sie jetzt die Clips angeschraubt bzw. angedübelt haben, ist es noch einmal notwendig, die Abstandplatten einfach nach innen einzudrücken. Nachdem ich nun die Fußleiste auf 45 Grad geschnitten habe mit einer Gehrungssäge, ist es ganz einfach, ich komme her, ich setze die Fußleiste etwas höher an, stoße mit der Leiste in der Ecke rein und einen leichten Druck nach unten. Und schon ist die Fußleiste verriegelt und ich habe eine Bombenbefestigung. Ja? Dasselbe mache ich jetzt natürlich mit dem Gegenstück, schneide das auch wieder auf 45 Grad. Ich komme nun her von der anderen Seite, drücke die Fußleiste bis in eine Ecke rein und setze sie mit leichtem Druck nach unten ab. Ja, hier habe ich Ihnen nun einmal gezeigt, die schnelle und individuelle Verlegung unseres Laminatboots nach Random Art, inklusive Befestigung der Fußleisten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, euer André.